Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es tatsächlich wieder ein richtig geiles Video. Und zwar werde ich heute 20 Handyspiele in 20 Minuten testen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kevin Spielt Kanal und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das Ganze funktioniert, ich werde tatsächlich diese ganzen 20 Spiele zufällig hier aus dem App Store auswählen. Also ich werde immer so ein bisschen hoch und runter scrollen, mal ein bisschen weiter von oben was nehmen. Den Ball ein bisschen weiter von unten und einfach mal zufällig schauen, was mich hier für Spiele erwarten. Okay, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit App 1 und zwar diesem hier. Fight for America Defense War. Okay, Leute, es geht los. Wir spielen Spiel Nummer 1 und ich werde natürlich auch jedem Spiel mal eine Bewertung geben und wie gesagt, ich werde jedes Spiel immer so circa eine Minute spielen. So, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich irgendwie so ein Geschütz hier aufgebaut. Okay. Also jetzt habe ich hier so Typen, die muss ich killen. Gibt es jetzt hier so verschiedene Wellen oder was? Also bisher sieht es gar nicht mal so langweilig aus, bin ich ja ehrlich. So, muss ich jetzt hier diese Base da vorne wahrscheinlich erobern, ne? Dann gehe ich da jetzt mal hin. So, zack, meine Base. Cool. Okay, und jetzt muss ich wahrscheinlich... Tigger, er macht jetzt erstmal so einen Fortnite-Tanz. Hä? Ist voll nice eigentlich. Ah, jetzt habe ich die Stufe... Ah, okay. Also man muss ja anscheinend so verschiedene Zonen erobern. Ich gebe dem Spiel vom ersten Eindruck eine 2. Spiel 2 ist Rider. Let's go. Halten und beschleunigen. Halten für Salto. Ah, kaputt. Halten und beschleunigen. Halten für Salto. Oh, kaputt. Mann! Bin ich denn so dumm? Nochmal. Halten und beschleunigen. Ah. Jetzt ich verstehe, du. Autsch. Okay, und jetzt ist mein Rekord 13. Warte mal, eine Runde machen wir nochmal. Das Spiel ist aber ganz cool eigentlich. Oh, das ist nicht so gut. Ja, cooler erster Eindruck. Ich gebe auch eine 2. Als nächstes Build a Bridge. So, ich soll eine Brücke bauen. Straße. Ja, Straße. Straße. Holz. Okay. Zack. Holzbrücke gebaut. Testen. Let's go. Ich habe die coolste Brücke gebaut. Also hier muss man anscheinend so Brücken bauen. Ich mache nochmal ein Level. Aha. So, warte mal. Holz. Boom. Boom. Wow. Und losfahren. Boah, hab ich eine schöne Brücke gebaut, ey. Also, wer die Brücke nicht befahren würde, der ist ein Knecht. Dem Spiel gebe ich auch eine 2. Ist auch cool. Paper.io. Kennen wir zwar schon, gehen wir aber nochmal rein. So, es geht los. Hier ist so ein Auto, das habe ich jetzt bekommen. Wie geil. So, größer, größer, größer. Nee, ich will nicht so ein Ding. So, jetzt einmal unsere Zone. Zack. Oh, der wollte uns gerade killen. Zack, jetzt haben wir ihn aber gekillt, weil wir die Besten sind. Gratis Skin. Ey, man muss für die ganzen, man muss für alles Werbung gucken, ne? Das triggert mich schon echt. So, den essen wir jetzt mal voll auf. Der ist mir viel zu groß, der Typ. Der Blaue. Ich bin rosa. Boah, das war knapp. Zack, den haben wir auch gekillt. Zack, wir sind so ein Flugzeug. Und jetzt ist random Werbung. Ey, egal, aber das Spiel kenne ich schon. Ich gebe dem auch eine 2 minus wegen der Werbung. Ist nervig. Jetzt kommt Draw Action. Spiel 5. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie... Hä? Was? Was passiert hier? Ach, das ist mein Attack-Angriff. Hä? Oder ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ehrlich. Ich habe verloren. Hä? Erstes Level direkt verloren. Ich will nochmal. So, war das ein guter Move? Ja, ich glaube, jetzt sind wir auf jeden Fall deutlich besser. Njom, boom. Und weggehauen, den Typen. Bam. Okay, Spiel ist auch cool. Spiel ist auch cool. Habe ich verstanden. Ich gebe dem Spiel... Junge, was für Moves. Auch eine 2. Chatmaster. Schieben Sie in die DM. Okay. Rein geht's in Chatmaster. Spiel 6. Wo warst du gestern? Mein Hund war krank? Piraten haben mich entführt? Was für Piraten? Nee, mein Hund war krank. Du hast einen Hund? Ihr Name ist Cindy. Bruder, ich lüge mich jetzt voll rein. Let's go! Wir haben gewonnen. Nochmal lügen. Ah, wir müssen das Bild jetzt sauber machen. Okay, sehr gut. Noch eine Runde. Spiele Papa einen Streich. Oh mein Gott. Ich wurde von der Schule verwiesen. Ich habe den Lehrer verprügelt. er hat meine 6 gegeben. Komm sofort heim, ich bin so wütend auf dich reingelegt. Gott sei Dank. Habe ich jetzt gewonnen? Let's go. Hey, das Spiel ist witzig. Dem gebe ich auch eine 2. Fruit Ninja. Fruit Ninja kennen wir zwar schon, aber wir gehen rein. Okay, Fruit Ninja. Kennen wir schon. Sind wir gut drin. Da bin ich Profi. Zack. Schelle. Und noch eine Schelle. Und noch eine Schelle. Der kriegt keine Schelle. Der kriegt eine Schelle. Der. Boom.
boom, boom und boom. 100er Score machen wir mal eben kurz auf locker flockig. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich gebe Fruit Ninja 34. Ich gebe Fruit Ninja eine 1-. Ich finde das Game geil. Let's go. 100er Score. Aus Prinzip. Kaschier 3D. Zum Spielen tippen. Wer ist näher jetzt? Was für ein Opa denn hier? So, $1. Zack. Hä? Was ist denn jetzt los? Ah, cool. Okay, wir haben gewonnen. Nice. Was will die Oma jetzt? 1,5 Kilogramm Erdbeeren. Nee, die ist ein bisschen zu groß, die Erdbeere. Ja, passt. $4. Zack und zack. Das ist doch wunderschön. Witziges Spiel. Verstehe zwar nicht so den Mega-Sinn dahinter. Der Laden sieht auch voll random aus. Das ist einfach so gar nichts. Der hat mir Fleisch gegeben. Oder ich habe aber keine. Ah, ich wollte gerade sagen, ich habe auch keine Dollarnote mehr. Ja, witziges Spiel. Ist jetzt nichts Besonderes, ne? Ich geb eine 3+. Stickman Hook. Ach, das habe ich schon. Hä? Was ist denn das nochmal? So, wir sind bei Spiel 9. Stickman Hook. So. Okay. Gewonnen? Ich weiß nicht. Noch eine Runde. Hä? Das Spiel ist witzig, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Ich gebe dem Spiel trotzdem eine 2. Halbzeitpause. Wir sind bei Würdest du eher? Bei Spiel 10. Normal. Würdest du eher nie aufhören können zu tanzen, nie aufhören können zu singen? Bruder, wenn ich ein geisteskranker Sänger bin, dann natürlich singen. Okay, und jetzt? Würdest du eher in einem Müllcontainer leben, in einem Digga, natürlich Müllcontainer. Was für Tankstellentoilette? Bruder, würdest du eher Tee oder Kaffee? Tee. Würdest du eher einen Tag ein Milliardär sein, alles kaufen, was du willst, für ein Jahr der Präsident sein und jedes Gesetz ändern, was du willst. Okay, passt auf. Big Brain. Wenn ich Präsident wäre, könnte ich einfach ein Gesetz einführen, was quasi festlegt, dass ich das Ei jeden Tag einfach 1 Million Euro bekomme bis an Ende meines Lebens. Kann ich ja machen, theoretisch. Und das mache ich dann so bombenfest, das ist dann wie Putin. Putin ist ja zum Beispiel auch schon Ewigkeiten in seinem Amt, glaube ich, soweit ich das weiß, hat er irgendwie so ein Gesetz gemacht, dass der nicht von, dass er die Präsidentschaft nicht an sich verlieren kann. Und da mache ich so ein Gesetz einfach. Ist mir doch egal, Präsident. Alle lost. Ich mache einfach ein Gesetz, wodurch ich free cash kriege. Easy. Noch eine Frage. Würdest du eher im Stehen dünn aussehen, aber im Sitzen fett? Im Stehen dick aussehen, aber im Sitzen dünn? Hä? Das erste ist ja viel schlauer. Okay, das Spiel ist witzig. Das ist ganz interessant. Da gebe ich sogar eine 2+. State.io, erobere die Welt. Ich will blau sein. Okay. Und jetzt? Ah, okay. Wir vergrößern uns gerade. Cool. Bruder, ich habe ihn einfach aufgegessen. Hey, du Hund. Du Hund, du. Du Ehrenloser. Du Hund. So, der wird jetzt bestimmt da gleich hingehen. Jetzt habe ich dich. Jetzt Besturm am Arsch. Hä, das Spiel war aber auch witzig. Es sind viele witzige Spiele hier drin. Die sind zwar alle sau random und jetzt nicht wirklich mega herzergreifend, aber ist cool. Ich gebe dem Spiel auch eine 2. Was ist denn das jetzt? Attack Hole. Black Hole Games. Okay. Sammle alle Items ein. Okay. So. Bup. Oha. Hä? Hab ich jetzt gewonnen? Ich bin gestorben. Hä? Was ist das denn jetzt? Hä? Was? Bruder, hä? Digga, wie random. Das ist das randomste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Ich gebe keine Note. Ich gebe eine 0. Wir gehen zum nächsten Spiel. Es folgt ein All-Time Classic. Ein Spiel, was ich inzwischen schon vielen YouTubern gezeigt habe. Ihr kennt es wahrscheinlich. Vielleicht haben es die einen oder anderen von euch auch schon ausprobiert. Und zwar Parking Jam. Davon haben tatsächlich die alten Ägypter schon gesprochen. Eines Tages werden Autos parken und man wird es Jam nennen. Das ist ein cooles Spiel. Aber es ist extrem viel Werbung hier drin. Das muss ich sagen. Wer jetzt gleich sehen. Man kann immer so zwei Runden machen und dann ist 10-mal Werbung. So, warte mal. Zack, zack. Ey, hallo. So, und boom. Level 15. Haben wir auch geschafft. Wir machen, bis wir eine Werbung kriegen, würde ich sagen. Kann sein, dass wir kriegen jetzt eine Werbung. Freunde, ich gebe Parking Jam eine 1-. Das Game finde ich echt cool. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Okay, wir gehen rein. Hä? So, Dumb Ways to Die. Es geht tatsächlich darum, dass man nicht dumm sterben sollte. So, hä? Ich bin gestorben. Was? Wie halte ich denn an? Ich weiß doch nicht, wie ich anhalte. Ah, okay. Okay. Hm, Bruder. Wieso bin ich jetzt gestorben? Och, okay. Ja, ich bin geistkrank verwirrt. Swipe. Boah, Bruder, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin ein laufender Müllsack, der
einem Auto ausgewichen ist und Pylonen. Ich hab verkackt. Perfekt. Bruder, keine Ahnung. Das Spiel ist ein Klassiker. Es gab's früher auch schon. Ich gebe dem Spiel eine 2. Crowd Evolution hatte ich anscheinend schon mal runtergeladen. Halt und bewege dich. Okay, ich möchte 25 Jahre älter werden. Ich möchte 45 Jahre älter werden. Ich möchte... Hä? Digga, wie bin ich jetzt gestorben? Nur weil ich gegen diese anderen Typen gelaufen bin? So, ich möchte 4. Und ich möchte 60 Jahre älter werden. Boah, was passiert jetzt? Hä? Hä? Nächstes Level. Das habe ich jetzt gar nicht ganz so verstanden. Okay, los geht's. 50 Jahre älter. Oh, 125 Jahre älter. Oh, bin ich denn dumm? Ja, Spiel ist witzig. Ich gebe mir 2. Gear-Clicker runterladen. Okay. Hä? Okay. Upgrade. Oder ich bin ein bisschen verwirrt. Upgrade. Hä? Hä? Upgrade? Noch ein Upgrade? Dicker, ich bin ein bisschen verwirrt. Aber wir machen ganz gut Kohle, aber es ist irgendwie ein bisschen random, bin ich ja ehrlich. Okay, ich gebe dem Spiel eine 2 minus. Wir sind jetzt inzwischen schon bei Spiel 17. Wir gehen zu Eatventure. Rein da. Okay. Ich verkaufe anscheinend Limonade. Hä? Jetzt, okay, ja, das ist jetzt anscheinend eine 8 Dollar Limonade, aber, also, was, also, hä? Ich habe jetzt einfach einen Limonadenstand oder was? Ja, okay, ich will so einen Mitarbeiter haben, okay, ja, was soll ich sagen, ne, ich mache gar nichts, ich stehe hier und gucke, wie meine Limonade produziert wird, ist jetzt cool, keine Ahnung. Gibt eine 2. Going Balls. Hatten wir auch schon mal anscheinend. Okay. Swipe, 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 swipe. Noch mehr swipen. Level geschafft. Mit dem Ball. Okay. Swipe, 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 swipe. Boom. Noch mehr swipen. Boom. Ist es gut, wenn ich solche Blöcke umhaue? Das frage ich mich gerade. Okay. Wir swipen wieder. Sammeln Münzen dabei ein und nehmen noch eine Kugel mit. Und kriegen so einen Mega-Boost. Und einen Schlüssel. Und sind im Ziel. Ja. Wir nehmen jetzt mal so eine Kiste. Noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Oh, die Bowlingkugel. Let's go. Okay. Ich gebe eine 2. Was ist das denn? Wood Turning 3D. Okay, akzeptieren. Die will jetzt... Hä? Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, Habibi. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Boah, ist aber anstrengend, das Spiel. Wobei, es geht. Wir haben gleich das Level geschafft. Ich bin zufrieden. Muss man das auch noch einsprühen? Hä? Welche Farbe wollte die Olle denn? Wollte die Lila? Jetzt kommt Werbung. Hä? Ich bin absolut verwirrt. So, ich will wenigstens noch wissen, ob ich richtig war. Reveal Stanley. Hä? Bruder, was ist das für eine Hantel? Das ist die schlechteste Hantel, die ich jemals gesehen habe. Und was will die jetzt? Bruder, die will ein Raketenfeuerwerk? Wollt ihr mich eigentlich Hallefarbe veräppeln? Ich finde das Spiel komisch. Ich gebe eine 3 minus. Okay, wir testen mein Wissen. Wir sind bei Spiel 20. Okay, das letzte Spiel für heute. Wo liegt Deutschland? Da. Der Boss. Bayern. Bayern? Nein. Achso, ja, okay. Das ist Bayern. Ja, genau. Wo liegt Berlin? Da. Boah, bin ich gut. Start. Wo liegt Russland? Da. Bruder, ich bin doch der Beste. Wo liegt Portugal? Portugal ist hier. So, wo liegt Bosnien-Herzegowina? Ich glaube, Bosnien-Herzegowina ist hier. Ah, shit, das war Ungarn ein bisschen weiter unten. San Marino, Bruder, das weiß ich nicht. Da? Achso, ich dachte, es wäre so eine Stadt. Irland ist, glaube ich, das da. Estland ist, glaube ich... Oh Mann, nee, stopp. Estland. Hier irgendwo? Oh, da oben. Dänemark ist da, dieses kleine Teil da. Lettland, Bruder, keine Ahnung. Ey, Freunde, ich glaube, ich habe mich gut geschlagen. Schreibt in die Kommentare, welches euer Lieblingsspiel von den 20 Spielen war und tschüss. Achso, und ich gebe dem Spiel eine 2 minus.